glaube, es gibt für keinen Sportler einen größeren Traum, als einmal bei den Olympischen Spielen gespielt zu haben. Das ist unsere Zielvision, Olympia 2024. Da arbeiten wir jeden Tag dafür. Ja, ich bin Robin Sova, 21 Jahre alt, komme aus der Nähe von Bitterfeld ursprünglich und bin angehender Profi im Beachvolleyball. Ich bin Lukas Freschner, ich bin 20 Jahre alt, komme ursprünglich aus München und bin der Teampartner von dem Kollegen hier und wir bilden das Beachteam Freschner Sova. Ja, also Trix hat schon eine gewisse Verantwortung, gerade weil du halt als ja, etwas älterer Nachwuchsspieler herausstichst und auch in einer gewissen Art und Weise ein Vorbild für die nächsten Generationen darstellst. Im Endeffekt sind wir auch dankbar dafür, dass wir da das Vertrauen von verschiedenen Leuten bekommen, dass wir das schaffen können. Natürlich setzt uns das auch ein bisschen unter Druck, aber Leistungssport ohne Druck ist, glaube ich, auch nicht möglich. Ja, der Wechsel nach Berlin war für mich eine lebensverändernde Situation. Man konnte hier kombiniert mit dem Leistungssport ein ordentliches Abitur machen. Das hat, glaube ich, nochmal einen richtigen Leistungsanschub bei mir verursacht. Weil man halt auch einfach hier an dem Stützpunkt gelernt hat, selbstständiger zu sein. Nicht nur im Sport, sondern halt auch privat im Leben. Und allein kochen muss ohne Mami, allein Wäsche machen muss ohne Mami. Daran hat man sich dann aber relativ schnell gewöhnt. Die Konstellation kam eigentlich ziemlich spontan zusammen. Wir hatten halt damals eigentlich noch nichts miteinander zu tun. Wir kannten uns, glaube ich, nicht mal richtig und hatten nur einen Lehrgang vorher, bei dem halt entschieden wurde von den Bundestrainern, ja, kommt Jungs, ihr spielt mal zusammen die Europameisterschaft. Und das war halt im Prinzip der erste Anlauf und es war halt auch, ja, ich glaube schon ein bisschen glücklich, dass es direkt funktioniert hat. Nach unserer Europameisterschaft wurden wir quasi wieder getrennt, sind getrennte Wege gegangen, ich glaube für 1,5 Jahre. Es passiert relativ oft, eigentlich jährlich, dass die Partner gewechselt werden. Aber dann sind wir nach einiger Zeit wieder zusammengekommen, weil wir Erfahrungen gesammelt haben und jetzt unseren Weg gemeinsam bestreiten wollen wieder. Leider so ein bisschen immer dieser Hintergedanke, den man im Kopf hat. Man hat wahnsinnig viele Flugkilometer, wahnsinnige Flugstunden und man ist gerade kein Heiliger, was die Umwelt angeht. Und deshalb sind wir auch sehr stark daran interessiert, mit Sponsoren und Partnern zusammenzuarbeiten, die das so ein bisschen ausgleichen, auf Nachhaltigkeit setzen beispielsweise. Wir wissen, das ist nur ein ganz kleiner Anteil, den wir da leisten, irgendwie die Welt zu einem nachhaltigeren Ort zu machen. Aber ein bisschen stolz sind wir schon drauf, dass wir einfach da auch mithelfen können. Ja, im Endeffekt reist man seinen ganzen Sommer mit einem guten Kumpel um die Welt und spielt ein bisschen Beachvolleyball. Ich denke, das würden viele auch für umsonst machen.